was in the club, before she even had it. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sind hier gerade. Wo sind wir gerade? Hamburg. Wir sind gerade in Hamburg und wir fliegen jetzt nach Kopenhagen zur Fortnite WM. Oh mein Gott, wir beide, ich bin seine offizielle Aufsichtsperson, ja, weil er noch 17 ist. Und seine Mutter hat mich angeschrieben, so: Hey Daddy, passt du kurz auf. Okay. Die Mastsau haut sich hier wieder die 20er Nuggets rein. Schau ihn an. So, das Essen kommt nicht von alleine. 20 Nuggets mit 50 Das Pommes kann's keiner und 5 Süß-Sauersoßen. Das ist die Order beim 20er Nuggets plus ein Burger plus Und Lipton Icy. Ja, die Mastsau hat sich gerade 20er Nuggets, Pommes und einen Burger angehaut und holt sich jetzt noch einen Milkshake und ein Eis. Boah, ich bin die Fortnite, glaubst du? Glaubst du, kennen die dich? Ja? Reason? Kennt ihr Reason, ey? Fortnite? Zahl für die, komm, zahl. Geh hin und zahl auf, ja. Zahl doch. Das Video, okay. Er schaut ihn an und sagt einfach, Litschi, Digga. Reason? Nein? Nein. Material. Ja. Material ist das. Ja. Magst du ein Foto machen? Material? Okay. Soll ich machen, Bro? Einfach, ja. Magst du auch drauf, Bro? Ja. Oh, cool. Nice. Können wir eins machen? Ja, klar. Weißt du, wer das ist? Ja, Tante Charlie. Genau. Die Sau hat schon wieder Hunger. Digga, ich schon. Vor einer Stunde haben wir gerade Mc's gegessen. Er hat 20er Nuggets und Burger. Ich will den Wasser eher essen. Und er will schon wieder was zu essen. Aber ist er, ganz, Opa, er will, dass ich ganz was zu essen mache. Der Typ macht so 50k im Monat, meint er. Und sagt ganz, ich soll ihm Geld borgen für ein Wasser, Digga. Digga, bitte hol mir ein Wasser. Ich kann nicht mehr, wirklich. Bro, da hinten, du kannst legit hier jetzt ein Wasser holen gehen. Bitte hol mir eins. Ich kann nicht aufstehen. Ich werde totschwindelig. Bitte. Totschwindelig. So, nach 5 Stunden mal wieder frische Luft. Wir sind hier. Es geht in das skandinavische Etablissement Flugzeug und es geht los. Rollt die Montage bis nach Kopenhagen. Boom. Bin hier gerade gelandet. What the fuck? Wir sind hier gerade gelandet. Kenny hätte locker hier mitfliegen können. Okay, da ist kein Platz frei. Hier war ein Platz frei, da vorne waren Plätze frei. Digga, der wurde tot gescampt. Der ist jetzt gerade erst in Amsterdam ist gelandet. Muss noch irgendwo hin. Dann. Ja, der muss jetzt in Amsterdam mal 1,5 Stunden chillen. Und dann fliegt er erst nach Kopenhagen. Also der wurde tot gescampt, Digga. Egal, erstmal ein Joint in Amsterdam durchziehen, Digga. Heißt, also wir stehen hier, der Typ weiß nicht, wie sein Koffer aussieht. Ja, also ich habe schon vieles erlebt, aber das ist crazy. Er ist schon zu 2 Koffern hingegangen, wollte ich schon nehmen. Und er so, ich kann das doch nicht meine. Ey, wir haben jetzt irgendeinen random ass Koffer ja mal genommen. Ist das deiner? Ist das deiner? Der fliegt schon zum 10. Mal rum. Ja, wir stehen hier seit 10 Minuten, der ist schon 100 Mal hier vorbeigekommen. Abgeholt vom Shuttle, wie reiche Männer. So, Koffer hier rein. Hilfst du mal? Nee, als Maul. Mach komm. Zeig, wie stark du bist. Mia, schaut diesen Vlog und zeig jetzt, wie stark du bist. Komm, für Mia. Oh mein Gott. Oh. Hast du deinen PC mit, Bro, oder was? Ich bin nicht schwer, I'll see you guys later. Take care. The thing is, if I put it. You got no muscles. No, it's not. You got no muscles. Let me give you a hand. Das ist nicht gut. Was? That was good. It's good German? Ja, yeah, was good German. Royal Arena, da zocken die Jungs bald. Und da werde ich wie ein Cheerleader in der ersten Reihe schreien. Reason Daddy. Wir sind da. 835, wir haben die gute Seite, ich kenne das Hotel. Okay. Ich war schon mal hier, das ist eine gute Seite. Okay, let him cook. Okay. Licht? Damn. Und hier haben wir das Hotel. Ja, Mann, kein Doppelbett, damit ich. Mann! Was? Tür ist doch offen. Okay, Leute, das ist hier der Practice Room für alle. Ist einfach so ein Raum. Viele in meinem Stream dachten, das ist schon die LAN, Digga, so das wäre hier DreamHack oder so. Nee, das ist eigentlich nur der Raum, wo die Jungs immer practicen können, wenn sie Bock haben.
Und hier sehen wir sogar Reasonay, wie er gerade am Practicen ist. Wie findest du den Practice Room, Lenny? Super eigentlich, also viel besser als letztes Mal. Und ich fühle mich auch viel wohler auf mein Setup als letztes Jahr hier. Okay, okay. Hier haben wir Grippe und Flichy, die sind auch da. Und ein paar Deutsche hier. Aber sonst, ja. Aber ist krass gemacht, sogar hier, Digga, überall mit Branding im Hotel. Also das ist ja eigentlich ein Hotel so. Ja, ist eigentlich ein Hotel so und haben da extra auch 24/7 Leute, die Manager, Security hier alles. Wir gehen mal in den nächsten Raum. So, das ist hier die Player Lounge zum Chillen. Hier gibt es überall Couches. Wieder hier gebrandet mit Fortnite. Ist krass. Die Dame lachte gerade. Die Frau dachte gerade, ich sag Hallo zu ihr. What the fuck? Ja, wie gesagt, Couches hier. Und hier so Tischtennis, Ping-Pong, Basketball. Das Arschlaut, Digga, fuckt eigentlich mega ab hier. Couch, wieder Branding hier. Und hier die Esstische. Und hier gibt es dann Snacks und Essen, Mittagessen, Abendessen hier. Und Frühstück im Hotel drüben. Weil das ist so ein Nebengebäude vom Hotel, ist halt genau daneben. Und sonst, Leute, vielleicht snack ich mir noch was. Chat, so, boah, Digga. Nee, Corny-Banane ist einfach zu krass. Chat, das ist geil. Wenn hier keiner ist, kann man sich einfach so, ja, scheiß drauf, Bro. Also, wir hatten jetzt hier noch, es ist ungefähr 2.30 Uhr. Wir hatten jetzt noch Deep Talks mit den Jungs. Über was haben wir unsere Deep Talks so bestanden? Arschhaare. Ficken. Der Typ haut sich hier wirklich um 2.30 Uhr. Der haut sich um 2.30 Uhr in der Nacht einen fetten Burger mit Pommes rein und flext hier, weil er Gurkenwasser trinkt. Das ist extrem gut für die Haut, wie der Talk. Meine Mama macht das immer. Und er sagt, ist gesund für die Haut und. Er sagt, ist gesund für die Haut und für den Körper, Digga. Und frisst um 2 Uhr einen fetten Burger. Es ist alles egal, weil wenn ich fett im Lamborghini sitze, dann ist es auch egal. Wisst ihr, wie ich meine? Ich kann das weiterziehen. Ja, das war ein bisschen unangenehm jetzt. So, Leute, das ist 12 Uhr. Digga, nächste Season geht ja nur einen Monat, ne? Ja. Fortnite bringt einfach OG Fortnite zurück. Also komplett OG Fortnite. Echt? Nur einen Monat, ja. Anscheinend schon nach Highway zum Tag. Wie krank das wäre? Krank. Wann wollten wir heute aufstehen? Um so 9 oder so. Oh mein, es ist 12 Uhr. Ja. Frühstück verpasst, ja, scheiß drauf. Ja, Reason hat sich hier die Riz E's Traumlocken Spray hier gekauft. Ja! Wir sind jetzt im Gym, war der halt, zeig mir mal seine ganze Gym-Routine. Ja, aber es gibt hier tatsächlich für meine Gym-Routine nur eine Übung. Ja, es gibt hier, also das ist so ein klassisches Hotel-Gym, wo es nicht so viel gibt. Ja, das ist kein klassisches Hotel-Gym. Ist das Arsch, meinst du? Kein einzigen Kabelturm. Also zu jedem Hotel, ich gegangen bin, war immer ein Kabelturm. Und hier, es gibt nur eine Dings, ich kann jetzt eine, ich will Rücken machen und es gibt nur eine Rückenübung hier. Einmal Klimmzüge, das kann ich nicht. Und dann einmal hier das hier. Mach mal Klimmzüge. Ah, Digga, da musst du ja rauf. Achso. Wieso ist das so extra weit oben, Digga? Oh! Ding! Okay, ich probiere mal Klimmzüge. Ich bin 100 Kilo, Digga, denkst du auch, ich kann 100 Kilo Rückenklimmzüge. Er macht die faken Klimmzüge. Ah, nee, ist cringe. Sterbe, Chat. Chat. War das gut, Chat? Ja oder nein? Ja, du machst halt den Quinn, warum richtigen? Die da? Bro, da sterbe ich. Ja, ja. Er springt. Oh mein Gott, nein, das schaffe ich nicht. Ja, du hast gesprungen. Ich habe mich letztens bei Yamaha probiert, da bin ich geschockt. Kennt das gar nicht. Okay, aber nix. Und eins. Hab ich vergessen schon gemacht, ne? Und zwei. Und drei. Und drei. Genau so, Daddy. Genau so. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ein Finish. Und jetzt aus. Geil, Digga. Stark, Alex. Jörn ist dran. Wie mach ich's? So? Ich bin blind, Digga. Doch, bist gerade jetzt. Ja, dann fang an. Davor war es echt. Stark, Jörn. Komm noch einer. Für die Bitches. Machen wir mit weniger Kilo jetzt. Let's go, Daddy. Für die Bitches, Digga. Für die Bitches. Pay, siehst du das? Leute, wir haben hier gerade eine Diskussion. Wir sagen ja immer dieses Blablabla für so und so viel, ich würde Schwanz lutschen. Aber Alex sagt, was sagst du, Alex? Digga, ich bin im Bad, ich höre nur Scheiße. Er wird niemals im Leben, das sagt er zwar immer, aber er wird niemals den Schwanz lutschen. Ich schwöre, 15 Canetto legst mir hin, ich schwöre auf mein Leben, ich nehme sogar deinen Schwanz im Mund, sofort. Also du meinst jetzt, wenn ich dir 15k geben würde? Ja. Aber Mams leife ich auch. Sag Mams. Ich schwöre auf meine Mutter. Sag Mams. Mams. Ich würde safe auch. Was labert ihr? Bro, schau mal. 15k netto, weißt du, wie viel das ist? Bist du confident in deiner Sexuality? Also ich bin confident, dass ich jetzt hetero bin. Ich habe ja auch nichts gegen irgendwen anderen so. Ich bin einfach hetero. Und so, weißt du? Digga,
Ich, Digga, ich könnte zwei Cocks, die könnten in meinem Mund kacken, Bro. Ich weiß trotzdem, dass ich so am Ende sage, ich stehe auf Frauen, weißt du? Aber für 15k mache ich es 15k netto, zack, zack. Digga, so ein Ding ist das dann wirklich, jetzt ernsthaft. Würdest du nicht machen, Alex? Nee. Wir haben hier neue Diskussionen, wir haben wieder Deep Talk. 50k auf die Hand, was Bro, würdest du eher machen? Digga, ich würde mir lieber das Gesicht scheißen lassen. Nein, okay. Wir haben die Option. 50k, lieber einen Schwanz lutschen oder ins Gesicht kacken lassen. Dünnschiss. Ja, Dünnschiss. Was kommt so in deine Augen? Bro, Augen zumachen. Nein. Oder ins Ohr so. Und auch so ein bisschen Sabber so. Digga, das ist wirklich krank. No joke. Nein, no joke. Ihr Troll, Digga. Nein, ich würde safe auch lieber einen Cock nehmen. Ich würde den Cock nehmen, safe. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ihr lieber nehmen würdet. Digga, ich google seine Wichse im Notfall für 50k. Bro, für 50k. Also ich würde es auch lieber machen. Ich bin sehr confident, dass ich hetero bin. Und also für mich ist das nicht schlimm. Digga, ich kann das ja nicht. Auf die Erde, auf die Day hast du deinen Schwanz geduscht, Digga. Du sagst, Digga, die wurde in die Fresse gekackt. Bro, wie eklig das ist. Also würde ich zu jemandem sagen, also warte, ich sag zu jemandem, ich sag zu Amar, ich habe einen Schwanz gelutscht. Amar sagt, bah, okay, Amar sagt, oh, okay. Und dann sag ich zu Amar, Amar, mir hat jemand in die Fresse gekackt, das war ein Dünnschiss. Dann redet Amar. Was ist das Schiss, Digga? Ich bin normaler Kacke, Digga. Okay, und dann geh mal random as Person das auf der Straße und sag, die Nase. Sag, du sagst, ja, aber nein, schau mal, du gehst zu einem random as Person auf der Straße und dann sagst du, ich habe einen Penis gelutscht. Dann sagt die wahrscheinlich, ah, oh, okay. Und dann, oder die denkt sich, ja, und dann sagst du, mir wurde ins Gesicht geschissen, denkst du diese Person, what the fuck? Zuerst war auch die Dings, du sagst, würdest du lieber für 15k einen Penis lutschen oder für 50k dir ins Gesicht kacken? Erstens war das zuerst so, zweitens ist das Kacke trotzdem viel besser, Digga. Nein, no joke. Kack mir ins Gesicht, jetzt komm, jetzt! Mach jetzt, komm! Mach!